Moin! Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Kurz und knapp, Loco Chicken heute von Luciano. Übrigens auch mit der gleichen Unternehmung zusammen gestartet wie auch Trimax und Knossi. Also da steckt wohl genau das gleiche Prinzip hinter, genau die gleichen Hintermänner. Das heißt, Ghost Kitchen Prinzip, hat auch kurz überlegt, fahre ich zum ersten Store, ist überhaupt offen? Nein, wir bestellen, weil das ist ja das, was repräsentativ ist für die Menge. Wir werden gleich gucken, ich versuche alles zu bestellen. Alles, was irgendwie Sinn macht, hier in einem Test. Gucken uns da die Karte an, ich habe schon reingeguckt, ich habe mir keine anderen Videos angeguckt. Ich will völlig unvoreingenommen hier reingehen, gucken direkt rein in die Karte und dann wird abrasiert. Ich hoffe, dass das nicht, und ich muss leider sagen, so eine Täuschung ist wie diese Happy Size Pizza. Ja, schauen wir mal rein. Also, völlig transparent. Normalerweise sage ich ehrlich, wenn ich jetzt bestelle über Lieferando, aber irgendwie kann ich bei Lieferando gerade nicht alle Sachen bestellen, wenn ich das anklicke. Ist irgendwie nicht alles verfügbar. Und ich gehe jetzt mal hier drauf, ihr seht das, 1,4 Kilometer. Ich habe eben Navi schon eingegeben, das sind nicht mal 5 Minuten Fahrtweg. Jetzt gucken wir mal. Wir nehmen die Wings. Wir nehmen auch Hot Chili Flavor. Die Filetbox. Zur Bestellung hinzu. Die Veganen nehmen wir auch. Kuss an alle Veganer. Was, das Restaurant ist nicht verfügbar, ja. Wollt ihr mich verarschen? Oh, mach keinen Scheiß, ey. Ich bin extra hier hingefahren. Seht ihr das da unten? Wollt ihr mich flachsen? Ich bin hier eine halbe Stunde hingefahren durch den Stau. Was soll die Scheiße? Samstag bis Donnerstag, ey. Meine Fresse, ja. Ich nehme den nächsten nahen Standort. 7 Kilometer entfernt. Muss gehen. 7 Kilometer ist jetzt auch nicht so viel. Ich nehme alles, was wir eben angeklickt haben. Beziehungsweise ich nehme die Filet-Bites einmal ohne Flavor. Ganz glatt bestellen wir die. Was wir auch machen. Crispy Fries, Potato Pops, Crispy Onion Rings, alles mit rein. Wir nehmen alle Soßen. Ich habe eine Verschwörung aufgedeckt. Soßenbundle, 4 Soßen, 6,95. Wenn ihr so 4 Soßen nimmt, eine 1,50, nur 6 Euro. Oha, da ist ein Fehler auf der Seite, ja. War wahrscheinlich ein Fehler oder ich bin gerade zu dumm. Beides möglich. Wir machen vier Runden. Erste Runde Beilagen, zweite Runde Filet-Bites. Einmal vegan, einmal normal. Dritte Runde Wings, vierte Runde Nachtisch. Belgische Waffeln und Schoko-Brownie. Alles am Start, Mann. Es wird bestellt. Ganz große Scheiße, sage ich euch. Ich muss jetzt noch mal dahin fahren, in die Richtung, weil die hier nicht hinliefern. Womit habe ich das verdient? Standort gewechselt. 1 Kilometer entfernt, 20 bis 30 Minuten Lieferzeit. Let's go, wir bestellen. Ich drehe durch, Mann. Jetzt wurde meine Bestellung abgelehnt, Mann. Das muss ich noch mal bestellen. Ich weiß nicht, warum wurde meine Bestellung abgelehnt? Ich bestelle noch mal jetzt. So, ich bin echt in Support reingegangen, habe gechattet mit irgendeinem Typen. Der konnte mir nicht helfen, aber er hat mir 2 Euro gut geschrieben. Auf meinem Volt-Konto jetzt. Also, 20 bis 30 Minuten. Ich habe jetzt mit PayPal gezahlt. Das lag an Klarna irgendwie. 20 bis 30 Minuten. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich habe keinen Bock mehr, ehrlich. Ich wurde schon wieder abgelehnt, meine Bestellung. Das ist scheiße, Mann. Ich bestelle jetzt bei Lieferando. Hier geht das jetzt. Hier kann ich auch alles ganz normal bestellen. Ich mache die gleiche Bestellung wie eben. Es hat geklappt. Anscheinend bei Lieferando, aber 70 bis 95 Minuten Wartezeit. Ey, ich stehe hier in einer verdammten Seitenstraße in irgendeinem Bezirk in Hamburg. Kein Plan, wo ich bin. Was soll ich denn jetzt machen so lange, Mann? Eier, Verwalter. Scheißen Dreck. Ich warte so lange jetzt hier. Ey. Kollege hat sich noch entschuldigt, dass es so lange gedauert hat. Sehr freundlicher Typ. So, dann gucken wir mal. Das riecht natürlich krass nach Fritteuse erstmal. Da ist die Sweet Waffle. Pops, alle Soßen am Start. Wir haben Bundle genommen. Wir beginnen mit den Vorspeisen. Fries, Pops, nochmal Fries. So, erstmal sehr gut, haben noch was vergessen. Die muss ich wirklich einfach sagen. Mann, ey, ja, ja. Da haben sie meinen Cookie vergessen. Egal. Ja, ihr seid... Ihr habt auch das Vegane vergessen. Ihr könnt gleich nochmal wiederkommen. Ihr könnt gleich nochmal wiederkommen. Ich dreh durch. Mann, was soll ich denn jetzt machen, ey? Ihr... Och, Mann, ey. Ich schwöre, ich... euch. Was soll die Scheiße? Alter, ich warte hier 1,5 Stunden, Mann. Ihr... Alter Schwede, jetzt werde ich ja sogar angeguckt von irgendwelchen Leuten, weil ich hier fluchen muss. Ich drehe am Rad, ich sage es euch. Was soll diese Scheiße, Mann? Wirklich, also ich reg mich selten auf, aber das ist auch wirklich... Zweimal Fries bringt ihr mir. Ich wollte nicht zweimal Fries. Einmal die Wings noch. Warum überprüfe ich den Typen nicht? Oh Mann, du kannst mein... Was machen wir denn jetzt hier? Ihr seid unfähige... Ich muss mich jetzt beruhigen, sonst ist mein Tag gelaufen. Echt, ich krieg es nicht mal hin. Lieferando, kannst du jetzt knicken. Ich krieg nicht mal hin, irgendwo zu finden, dass ich das reklamiere. Die kriegst du nicht angerufen, du kriegst gar nichts. Das ist alles scheiße. Sag ich euch wirklich, ist komplett scheiße. Wir testen jetzt das, was wir haben. Das ist echt... Ja, guckt nicht alle, ihr seid alles... Ehrlich. Das... Ich weiß nicht, was ich sagen soll zu dieser Scheiße. Runde 1, die Beilagen. Und auch wenn es jetzt nicht vorstellbar für euch ist, ich werde trotzdem neutral und ehrlich bewerten. Dieses Loco Chicken kann absolut nichts dafür, dass die das verkacken.
Also bestellte Pommes. Die sind wirklich noch knackig sogar, haben aber nicht so viel Geschmack. Finde aber auch, wenn man Pommes bestellt, darf man nicht so viele Anforderungen haben. Kondenswasser und. Fehlt die Power etwas mehlig. Wir gehen jetzt mal im Bestellbereich. Wenn ich die Pommes bewerten müsste, man muss in so einem Bereich davon ausgehen, Bestellware. 6 von 10 hätte ich gegeben. Zu den Kartoffelpops. Vom Biss gar nicht schlecht gemacht. Hat so ein bisschen Selfmade-Charakter drin. Es werden noch wirklich Kartoffelstückchen drin, die nicht ganz zermahlen sind. Ich korrigiere, Pommes gebe ich eine 5,5, die Dinger gebe ich eine faire 6,5. Die sind echt nicht verkehrt, Mann. Kann man bestellen. Dann gehen wir zur Runde 2. Darum, wo es eigentlich jetzt auch geht, die Wings. Schönen Geruch, sage ich ehrlich. Geilen Geruch. Knoblauchkäse. Einen typischen Geruch wie, gibt ja auch so Backwaren, die es verpackt gibt im Supermarkt, die man aufmacht, die aber nur mal den perversen geilen Geruch haben. Interessante Marinade. Haben sie definitiv auch mit Zitrone oder Limette gearbeitet. Der Optik nach zu urteilen, vielleicht mit Limette, diese grünen Stückchen, ich weiß nicht, aber safe haben sie mit Zitrone oder Limette gearbeitet. Das ist geil im Biss, dieses Säure. Ist wirklich gut, sage ich euch ehrlich. Geiles Käsefeeling. Weil ich dieses dreckige Gefühl. Parmesan 80-fach verarbeitet, im Topf, dann im Ofen, dann nochmal durch den Toaster gejagt, so hoch verarbeitet. Gefühlt, ich kenne diesen Geschmack aus irgendwelchen Fertigbackwaren aus dem Supermarkt, wo auch mit Käse gearbeitet wurde, aber schmeckt geil. Muss man, also das schmeckt geil. Chicken Saad. Das Fleisch wird sein, das hat einen so einen gewissen unangenehmen Beigeschmack. Kann ich helfen? Ich muss hier in Ruhe aufnehmen, deshalb frage ich. Entschuldigen Sie. Werde ich auch noch genervt, echt. Ich habe keinen Bock auf sowas. Bleiben stehen, gucken auf einen Meter Entfernung, was ich mache. Eins ist nur, das muss ich sagen, irgendwas hat hier einen unangenehmen Beigeschmack. Und ich vermute, dass es das Fleisch ist. Die Dinger Wheel Talk, die gehen wirklich gut klar. Habe ich auch keinen Beigeschmack vom Fleisch, wenn es das Fleisch war, ich weiß es nicht. Also geschmacklich sind die geil. Ich schalte jetzt mal auf Zutaten. Wir sind nicht auf der Zutaten-Gesundheitspolizei gerade unterwegs. Wir gucken jetzt einfach nur, wie es schmeckt. Und die sind wirklich special. Da hat er was rausgekommen, der Luciano. Ich dachte wirklich, nachdem die bei Happy Slices so verkackt haben, das haben die. Können alle erzählen, was sie wollen, haben sie verkackt. Dachte, hier kommt jetzt was Ähnliches. Hab schon gedacht, ich muss jetzt hier eine Ansprache halten, so wie Leute, ihr habt so eine Reichweite, haut mal was Vernünftiges raus, aber die Dinger sind vernünftig. Und das sage ich nicht, weil ich Luciano feier. Kuss geht raus an den Kollegen, falls er sehen sollte. Geile Mucke. Pommes, Pops, klar, geliefert. Die Pops waren in Ordnung. Kurzen unangenehmer Beigeschmack muss man mit einfließen lassen beim ersten Ding. Panade rein an der Konsistenz, bisschen knackiger. Und sagt jetzt nicht, ist geliefert, habe ich schon. Geil geliefert bekommen, mit geiler Kruste, geiler Panade. Muss man die Bedingungen verbessern. Das sind meine zwei Kritiken. Und trotzdem, zum Schluss muss ich auf mein Feeling hören, ist das für mich trotzdem eine 8,4 dadurch. 8,4. Ich hoffe, dass mit diesem Beigeschmack kriegen den Griff. Das war zum Schluss nicht mehr, hat sich verloren, aber eine 8,4, die Dinger sind stark gewesen, Mann. Gehen wir in Runde 3 Filet-Bites. Eben waren halt Garlic Cheese Flavor, diese plain, ohne Geschmackszusatz. Sind zum Bestellen auch noch fresh. Aber diese Garlic Cheese hat mich umgehauen. Da müssen wir wirklich mal durchtesten, noch mehr Varianten testen. Vielleicht mache ich das auf dem Zweitkanal noch, weil ich weiß nicht, die haben mich ja kaputt gemacht. Die Tüten liefert, die gehen echt durch. Bisschen labbrig, nicht mehr dieser Knack, leichte Pappigkeit, Geschmack aber super, wirklich vernünftig. Ich finde eine 7,5 fair, eine 7,5. Wäre ich nicht abgezogen worden eben und hätte anderthalb Stunden warten müssen, hätte ich noch eine Runde bestellt. Ich werde da gleich hinfahren und nicht zur Rede stellen, Mann. Keinen guten Holleleins. Wenigstens vegan hätte mich noch interessiert, ey. Vegan hat mich richtig interessiert, ey. Lasst den Daumen oben knallen, Leute, für das Video. Auch wenn nicht alles richtig gelaufen ist. Und euer Kommentar unbedingt. Runde 4 zum Nachtisch. Sweet Waffle. Das habe ich schon oft gehabt, dann fällt das hier runter. Das klebt, ja. Das ist Nutella, das ist Brownie, das ist alles irgendwie. Ey,
Ja, das muss ja schmecken, also was soll man sagen. Ganz gatschige Waffel, so richtig zähflüssig. Ich würde das jetzt gerne wegmachen, oder? Ich kann nicht. Tut mir leid, ich hasse das selber, wenn das hier überall klebt. Bitte verzeiht mir. So richtig zäh im Biss, wisst ihr, aber geil. Gerade hier bei geil. Erdnussbutter da noch, oder? Das versalzte Erdnussbutter. Stark. Schöner Kontrast. Brownie noch drauf. Also für einen bestellten Nachtisch, Leute. Ja, ehrlich ist mir eine 9. Eine 9. Die Raffinesse steht natürlich. Aber eine 9 ist es wert, Mann. Also hinsichtlich die Handwerkskunst. Natürlich ein Fertigkram und so. Aber schmeckt heftig, Mann. Hi, mein lieber Grüß. Hattest du eben Loco Chicken geliefert? Ja. Da fehlt leider was bei der Bestellung. Was fehlt da? Es fehlen die veganen Filet-Bites und es wurde zweimal Pommes geliefert, statt diese frittierten Onions fehlen. Ich bin der Fahrer, ich gebe das einmal im Laden weiter, die werden sich gleich bei dir melden. Ja, wäre super, wenn die sich schnell melden, weil ich habe einen Termin gleich, ich bin sonst weg. So wie die Fußmassage. Und ja, bezahlt habe ich ja schon. Okay, danke dir, mein Lieber. Danke auch. Tschüssi. Also, ich hoffe, es kam richtig rüber. Ich versuche trotzdem mal freundlich zu sein. Die machen das auch nicht mit Absicht. Gerade der Fahrer kann vielleicht nichts dafür. Aber ganz schnell im Speed-Durchgang die veganen Filet-Bites und die Onions. Und ja, dann sind wir fertig. Jetzt muss ich für 2,6 Kilometer 12 Minuten hinfahren, die abholen, weil sonst würden die wahrscheinlich 30 Minuten brauchen, um mir das zu bringen. Ihr könnt euch vorstellen, wie meine Laune ist. Wir fahren jetzt trotzdem hin. Für euch. Ich will euch nur sagen, wie die schmecken. So, ich bin am Start. Scheiß auf die Geräusche jetzt hier auf die Straße. Wir snacken da nur ganz schnell. Wie gesagt, einmal rein. Ah. Fallen die runter. Kurz und knapp, Onion stabil. 6,3 von 10. Alles in Lieferung, alles. Auch der Nachtisch, alles im Bereich von Lieferung. Ne? Nicht Restaurant-Ranking, Lieferung-Ranking. Und die veganen Dings. Tomatig. Kann man essen. Würzig, tomatig, Panade. Ich habe direkt auch abgeholt jetzt. Kross. 6,8 hätte ich dafür noch gegeben für die Veganen. Kannst du machen, Alter. Das war's jetzt, ne? Was haben die sogar gesagt? Da war zufällig gerade, das hat wohl ein Sternekoch kreiert. Das Ganze habe ich jetzt erfahren. Die Rezeptur für das Chicken und so. Real Talk Basis, wenn das stimmen sollte. Gerade bei den Wings. Diesen Limette, Käse, Knoblauch-Ding. Die Filets hätte man auch so bestellen müssen. Eigentlich hätte man noch die anderen Sorten bestellen müssen, Alter. Aber ich würde es fühlen, ich würde es verstehen. Weil das war echt stark, Mann. Kuss an alle. Danke fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Lasst gerne den Daumen oben scheppern und einen Kommentar da. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.